Heute kein Formel-1-Block, ist ja auch noch keine Formel 1 gelaufen. Neben mir Andreas Richter, der mittlerweile ja unseren Formel-E-Block übernommen hat und ab nächstem Wochenende auch unseren Formel-1-Block übernimmt, worüber ich sehr glücklich bin. Aber da sind wir auch schon beim Thema. Die Testfahrten liegen hinter uns. Wie stufst du die Ergebnisse bei den Testfahrten ein? Es waren jetzt 8 Tage in Barcelona, 2x4 mit über, ich glaube, rund 35.000 Kilometer, die die Teams und Fahrer zurückgelegt haben. Und ich bin mir sicher, der erste Eindruck täuscht nicht. Die ersten drei Teams in den Zeitenlisten, also Ferrari und Mercedes und Red Bull, sind auch die stärksten nach den Testfahrten. Ob alle drei noch zulegen können, da möchte ich jetzt kein Ei drauf schwören, aber sie sind die drei stärksten mit Sicherheit. Überraschend für mich, obwohl ich ja so viel mit Motorsport zu tun habe, war, dass Ferrari Bestzeit um Bestzeit gefahren ist und auch auf die Distanz schnell wirkte. Jetzt wissen wir aber aus der Vergangenheit, das war öfter schon so. Und dann, wenn es, sag ich mal, in die Saison ging, war Mercedes das Maß der Dinge. Und im Lauf der Saison ist dann auch immer Red Bull vorbeigezogen. Wie glaubst du, sind diesmal die Testzeiten wirklich einzustufen? Also zunächst mal ist es so, dass Ferrari aus meiner Sicht in den letzten Jahrzehnten immer am meisten geblufft hat. Das hat was mit der spezifischen Motorsport- und Presse- und Medienszene in Italien zu tun. Ferrari steht wie auch Fußballclubs unter einem enormen Druck durch die Sporttageszeitungen, durch die Vielzahl an Medien dort. Dann hat Sergio Marchionne, der Fiat-Chef, einen großen Druck ausgeübt oder übt ihn aus, auch auf Ferrari. Insofern glaube ich, dass da vieles politisch bedingt ist, dass sie gute Zeiten hervorgezaubert haben. Schlussendlich fahren aber Räikkönen und Vettel einige Bestzeiten in den 8 Tagen in Barcelona und die kommen nicht von ungefähr. Ich glaube aber auch, dass noch das ein oder andere Zehntel drin ist, denn Beobachter, die an der Strecke standen, haben mehrfach bestätigt, dass zumindest Sebastian Vettel auf der Startzielgerade kurz vor der Lichtschranke jeweils ein bisschen vom Gas gegangen ist. Also da ist noch ein bisschen was drin bei Ferrari. Jetzt ist es ja verwunderlich, es gibt nicht mehr so viele Testtage wie früher, dass dann diese Testtage in dem Sinne ja eigentlich gar nicht genutzt werden, um wirklich zu zeigen, wie weit das Auto ist, sondern es ist im Endeffekt berechnet, es ist im Windkanal getestet, es ist in Simulationsstufen erprobt. Aber wie kriegt man dann eigentlich aus diesen 8 Tagen, die man jetzt gemacht hat, dann wirklich mal eine konkrete Rundenzeit zusammenrechnerisch? Da muss man zwei Situationen unterscheiden. Einmal, was das Rechnerische angeht, ganz klar, setzen sich die Ingenieure hin, addieren die jeweils besten Sektorenzeiten eines Fahrers und hören auf den Fahrer, wenn zum Beispiel Vettel sagt, ich bin auf der Startzielgerade vom Gas gegangen, das hat mir 4 Zehntel gebracht, dann können sie sich auf die Aussage eines so erfahrenen Fahrers verlassen und verrechnen diese 4 Zehntel bei ihrer Simulationsrechnung. Zum anderen haben wir dieses Jahr eine besondere Situation, weil durch das Regelwerk bedingt die Autos komplett neu konzipiert wurden, vieles anders ist als in den Vorjahren. Insofern ist da sowieso noch mehr am Ausprobieren worden in den 8 Testtagen und ich glaube, dass die Teams, zumindest die Spitzenteams, die über das Geld verfügen, bis zum Start in Australien nächste Woche noch das ein oder andere Update gegenüber den Testfahrten mitbringen. Du hast das Reglement angesprochen. Ist es dann nicht verwunderlich, dass Red Bull eigentlich hinter Mercedes und Ferrari doch teilweise so zurückhing, weil immerhin haben sie ja Adrian Newey an Bord? Zum einen hat Adrian Newey, und da bin ich mir sicher, wieder eine Glanzleistung vollbracht. Er hat nach eigentlich Aussagen aller inländischen und ausländischen Fachleuten das einfachste Auto in der Formel 1 konstruiert. Aber zum anderen, sie kamen nicht wirklich zum Fahren, weil sie das ein oder andere technische Problem hatten, worüber Ferrari und Mercedes sich nicht beschweren konnten. Das heißt, Red Bull hat zum Beispiel auch mit Abstand die niedrigste Rundengesamtzahl bei den 8 Testtagen erzielt im Vergleich zu Mercedes und Ferrari. Deswegen bin ich sicher, die konnten noch nicht alles zeigen, weil sie einfach nicht genügend zum Fahren kamen. Jetzt hat sich nicht nur beim Reglement was geändert, sondern auch die Fahrerkonstellationen haben sich teilweise geändert. Was denkst du über Bottas im Mercedes? Ich halte Bottas absolut für einen der besten Fahrer überhaupt im Formel-1-Feld. Jetzt kann er es beweisen, jetzt muss er es beweisen. Toto Wolff sprach wörtlich davon, dass Bottas vor einem Mount Everest steht, aber er wüsste, wie er ihn zu bezwingen hat. Das glaube ich auch. Würde er es dennoch nicht schaffen in der Saison, bin ich sicher, es wird sein Vertrag nicht verlängert und er hat vermutlich einen Karriereknick zu verkraften. Aber ich halte ihn mental und auch fahrerisch für stark genug, die Position, in der er jetzt ist, zu nutzen. Ob er wirklich genauso gut ist wie Nico Rosberg, das wage ich im Moment noch nicht einzuschätzen, da bin ich offen und ehrlich. Aber dass er einer der besten 5, 6 im Fahrerfeld ist, da bin ich von überzeugt.
Wir müssen auch über zwei Traditionsrennställe sprechen. Das eine ist McLaren, das andere ist, das liegt dir besonders am Herzen, Williams. Ja. Was dürfen wir von den beiden erwarten? Weil bei den Tests sahen sie nicht gut aus. Sowohl die Technikerriege von McLaren als auch Fernando Alonso haben gesagt, der Wagen ist klasse, der Motor ist Mist nicht, das haben sie nicht so offen gesagt, aber der Motor ist einfach schlecht. Da führt wohl kein Weg dran vorbei, leider im zweiten Jahr in Folge aus dem Hause Honda, was ungewöhnlich ist, denn Honda ist einer der besten Motorenhersteller weltweit in der Formel 1 Geschichte überhaupt, das zeigen die Erfolge der Vergangenheit. Also solange Honda diese massiven Probleme nicht in den Griff bekommt, hat McLaren überhaupt keine Chance vorne mitzufahren. Die werden froh sein, wie letztes Jahr am Anfang der Saison überhaupt den einen oder anderen Punkt einzufahren. Bei Williams sieht es anders aus. Die haben den Verlust von Bottas zu verkraften, sind dadurch geschwächt. Davon bin ich überzeugt, denn Lance Stroll als 18-jähriger Neuling, der kann Bottas im ersten Jahr unmöglich gleichwertig ersetzen. Dazu hat er auch die ein oder andere Schwäche noch in den Testfahrten in Barcelona gezeigt, was mich nicht überrascht und was mich auch nicht beunruhigt, aber er ist eben kein adäquater Bottas-Ersatz im ersten Jahr. Deswegen Rang 4 in der Konstrukteurswertung könnte wieder ein Kampf sein wie letzte Saison zwischen Williams und Force India beispielsweise. Wird es ein Team geben, was uns eventuell sogar überraschen kann? Renault. Also ich habe ein Auge auf Renault. Da ist zum einen der Deutsche Nico Hülkenberg, der sich selbst als Biene Maya bezeichnet. Das bezieht er auf das Design seines Fahreranzuges, schwarz-gelb. Aber ich glaube, dass Renault sehr viele Ressourcen, sehr viel Geld investiert hat, um einen Sprung nach vorne zu machen. Letztes Jahr haben die Franzosen wirklich enttäuscht. Jetzt haben sie Nico Hülkenberg geholt, haben mit Julian Palmer einen erfahrenen, aber nicht gleichwertigen Fahrer neben ihm im Team. Aber sie haben das Techniker-Team ein bisschen variiert und ich glaube, Renault könnte die große Überraschung sein. Nicht im Sinne eines WM-Titelgewinns, aber im Kampf um Rang 4. Jetzt hatte ich ja erwähnt, dass du uns zur Verfügung stehst, nicht nur in der Formel E, sondern auch in der Formel 1. Mein größter Wunsch quasi in Erfüllung gegangen ist, dass ich eigentlich nicht mehr vor die Kamera muss, nur noch die Artikel schreibe. Deswegen wird es vielleicht auch dazu kommen, dass sich die Artikel und deine Sichtweise in den Videoblogs etwas unterschiedlich darstellen, weil wir sprechen uns da nicht ab, sondern ich mache meinen Job, du machst deinen Job. Was dürfen wir von dir erwarten, sag ich mal, im Verlauf der ganzen Saison? Ich werde die Formel 1, wie schon seit rund 40 Jahren, sehr akribisch beobachten, sowohl die Fahrer als auch die Teams, als auch die Entwicklung insgesamt. Von daher gebe ich meine fachliche und kritische Sicht mit ein. Und wenn die sich dann und wann mit deiner überlappt oder auch widerspricht, dann ist das für unsere Zuschauer ja nur belebend. Dann danke ich dir und danke auch. Nächste Woche geht's los.